Hier haben wir jetzt einen ganz besonders feinen Negativbestand, und zwar sind das Originalnegative von Karl Blossfeld. Blossfeld ist ja ziemlich bekannt, die Bilder sind quasi omnipräsent. Man kennt aber immer nur die Ausschnitte, die sozusagen schön gemacht sind. Aber wie der wirklich fotografiert hat, das sieht man auf den Negativen. Da sieht man nämlich, dass er die Pflanzenteile mit Knetgummi irgendwo hingeklebt hat, dass er auch mal mit der Pinzette gewisse Sachen entfernt hat, damit es ein bisschen hübscher aussieht. Also da kann man wirklich sehen, wie die Bilder entstanden sind. Diese Fotos sind in der Datenbank alle online recherchierbar. Aber die meisten Leute kennen das natürlich aus Büchern und da sieht man es gerade nicht. Und das ist eigentlich das Tolle, wenn man belegen kann, wie Entstehungszusammenhänge sind, auch Verwendungszusammenhänge. Bei Blossfeld das Besondere, das war natürlich gar nicht gedacht als Kunst, auch wenn es heute rezipiert wird als einer der Meister des neuen Sehens, der neuen Sachlichkeit. Eigentlich ging es darum, Vorlagen für Kunstgewerbestudenten herzustellen. Die gusseiserne Form für Zäune oder Handläufe nach floralen Motiven fertigen sollten. Dafür sind diese Bilder aufgenommen worden. Den Negativen sieht man das auch noch ein bisschen an. Dem, was in den Galerien verkauft worden ist in den 70er Jahren, dem sieht man das natürlich nicht mehr an.